Okay, dann auf traditionelle Weise, wenn es heute irgendwie so nicht möchte. Saplings weg damit. Knochen weg damit. Ab in die Höhle. Habe ich schon wieder fast eine Folge nur rumgetrödelt mit dem Zeug hier, weil der Vulkan heute nicht so möchte, wie ich will. Nee. Wir fliegen durch die Welt. Yeah. Nee, ich weiß, ich kann nicht singen. Von daher, ich lasse es auch. Ne? Ihr kennt es ja. Nein. Ich werde nicht singen. Niemals. Ich kann schreien, ja. Ich kann dumme Kommentare von mir lassen. Ihr wisst schon, ne? Mit Gummi fährt man immer besser. Ach ja. So, du Curry arbeitest da hinten auch noch schön. Ich wollte mir eigentlich auch noch in den 3 Folgen jetzt einen World Anchor bauen und den quasi oder 2 Stück bauen. Aber ja. Es läuft eben immer anders, wie man sich das denkt. Aber das wäre ja nichts Neues. Ihr kennt mich ja. So. Abwärts. Oh, da kommt man aber auch schnell runter im Hoover-Mode. Naja, jetzt nicht mehr. So, wo haben wir denn eigentlich unsere Lava-Zuflüsse? War das nicht hier irgendwo rechts? Hatten wir da nicht große Seen? Die werden wahrscheinlich auch schon leer gepumpt sein. Oh, es geht sogar noch. Wir könnten doch eigentlich den hier anzapfen. Da wäre ich doch mal dafür. Ein bisschen Redstone könnten wir uns auf diese Weise auch gleich mitnehmen. So, wie sieht's denn hier aus? Ich bräuchte ein breiteres Feld. Mindestens ein 3er. Lilypad. Und auch keinen Stone aufheben. Ich möchte den Redstone haben. So, das heißt, wir werden hier noch eins breiter gehen. Lapis Lazuli. Ach, komm mal. So. Hier oben auch noch einen Platz machen. Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Das heißt, man könnte doch eigentlich... Jetzt wird er wahrscheinlich gleich aus der Lava irgendwo... Aus der Lava, genau. Oh Gott. Blaze, aus der Wand wird Lava kommen. Oh, was tust du heute? Ich glaube, mein Arbeitstag war heute ein bisschen zu stressig. Hier ist es perfekt für die Dings. Wir kommen schon noch an unsere Lava. Keine Sorge. So, und das heißt, hier noch einen oder 2. Nur nicht zu übermütig werden. Oh, da ist sogar eine Quelle. So, das heißt, wir werden die hier quasi so reinsetzen. Und zwar, so genau hier, ne? Ich sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen Dreck nehmen statt Holz, denn nicht, dass mir das Holz unterm Arsch wegbrennt. Zack. Pumpe. Dann kann ich hier gleich eine Redstone Engine setzen. Hier eine setzen. Hier eine setzen. Wieder ein Stück zurück. Moment, ich könnte die Pipes auch gleich raufdonnern. Einmal die hier und einmal die hier. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir noch irgendwo da so einen Anhaltspunkt. Da müsste das gehen.
wo ich quasi mein Signal hier rüber. Moment, ich muss die beiden hier ansteuern. Das heißt, komme ich da hin? Yep. Redstone fucking. Und jetzt nicht in die Lava fallen. Jo, das passt. Und das gleiche Spielchen hier drüben, aber da. Und hier natürlich noch eine Redstone Engine. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber ich habe auch lange genug gewartet bei der anderen, also von daher. Rüsselchen ausgefahren? So, da kommt der erste Schwung. Und es bleibt auch nichts drin und jetzt müsste gleich der zweite Schwung kommen. Na, Jetpack. Ja, funktioniert wieder mal einwandfrei. Was mich hier wundert, dass der See auch noch nicht wirklich kleiner geworden ist. Da wird aber gerade auch irgendwie nichts gepumpt. Komisch. Ja, solange oben Lava ankommt, ist mir das egal. So, ging's. Nee, hier ging's nicht raus. Wrong way. So, lauf, 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 lauf. Und einmal nach links abbiegen und die nächste Treppe bitte in Richtung nach oben. Kann ich auch. Ich kann dich auch ein bisschen angrunzen. Hubermode deaktivieren. Dann komme ich hier schneller hoch. Au, 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 au. Und es ist natürlich schon wieder Nacht. Das heißt, wir werden mal kurz pennen gehen. Ich hoffe, ich habe nicht wieder Monsters nearby. Naja, diese Nachbarn immer. Monströse Nachbarn. Und da war schon wieder ein Ei. Gute Nacht. Na, ja, es war mir so klar. Es war mir ja so klar. Der hat ihn hier offen gelassen. Ach du Schande. Na klar, Creeper Party oder wie? Könnt ihr mal hier rüberkommen? Hallo, hier? So, ne? So, hallo? Und tschüss. So, ihr könnt da mal stehen bleiben. Dann noch kurz. Aua. Wow, Creeper. Und tschüss. Nur aber flott. Geht das, geht das, geht das? Oh ja. Könntest du bitte aufhören, an meine Tür zu klopfen? Das ist mein Zuhause. Ich werde es bis aufs bittere Blut verteidigen. Oder bis aufs letzte Blut heißt das ja eigentlich. Tür zu. Passt. Hier irgendwer zu Gast? Oh, Skeletti. Na, hat's dir wenigstens Spaß gemacht, in meiner nicht unendlichen Wasserquelle zu baden? Sieht fast so aus. So, wie sieht's denn jetzt mit unserer Lava aus? Perfekt. Gott. Ich hätte mir nie gedacht, dass es dann doch so lange dauert. So, wir brauchen ein Zahnrad. Ne, wir brauchen zwei Zahnräder. Wir brauchen Pisten, das heißt einmal hier, das Redstone gleich hier mit rein. Cobblestone. Nehmen wir den hier und Holz. Pisten.
Und dann, wenn ich mich recht erinnere, 3 hiervon. Pisten da. Zahnrad hier. Und Glas da. Ha! Habe ich heute nicht mal nachsehen müssen. Halt. Ich brauche noch was. Zack, zack. Zack. Und davon bitte eine Waterproof. Dann die hier. 2 Stück. Mein Inventar ist voll. Her damit. So, was wir uns eigentlich gleich bauen könnten, wäre das Geo. Geothermalgenerator. Von den Cells hatte ich doch noch welche. Und ich brauche Refined Iron. Refined Iron und diese leeren Cells. Genau, 2 Stück. Und Refined Iron. Haben wir da noch was? Na klar. So ein bisschen was. Das brauche ich gerade nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. So. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Ach, das war der Blue Electric Alloy. Das Jetpack mitnehmen. Das ausziehen, das anziehen, das da reinstecken. So, nochmal. Rezept. Refined Iron 2 Stück. Ne, Moment. Ich brauche da einen Generator für. Ich hatte ich da nicht noch eine Batterie über? Spare ich mir das? Eine Battery. Haben wir doch. Die habe ich mir wahrscheinlich irgendwann mal zu viel gecraftet. Refined Iron. Iron Furnace. Okay. So, einmal einen Iron Furnace. Hätten wir hier. Der kommt hier rein. Refined Iron 3 Stück hier. Und die Batterie hier. Ein Generator. So, und der Generator kommt dann quasi hier unten hin. Hier nochmal Refined Iron. 2 von denen und 2 von denen. Mitnehmen. So, und der kommt am besten... ist natürlich jetzt mit dem Fenster doof. Setzt den einfach unter das Fenster. So. Dann einmal hier öffnen. Ich brauche Kabel. Hatte ich das nicht schon vorhin irgendwann gesagt, in einer der letzten 2 Folgen? Ich glaube mal schon. So, da hätten wir noch das Grüne. Haben wir da nicht noch irgendwo Kabel? Ah, 18 Stück hier. Das sollte reichen. So, einen Schalter. Haben wir noch irgendwas von dem normalen roten Kabel? Sieht mir nicht so aus. Habe ich das alles verbraucht? Okay, dann machen wir uns mal eben schnell... Oder Moment mal... Nee, die müssten eigentlich reichen. Okay. Hier einmal aufreißen. Wo soll denn eigentlich der Schalter ankommen? Am besten wäre es eigentlich... Ich überlege gerade. Ups. Da war die Diamantspitzhacke aber ein bisschen schnell. Ich muss ja auch noch irgendwie die Badboxen ansteuern. Beziehungsweise die erste Badbox eigentlich ansteuern. Und die müsste ja irgendwo hier sein, oder? Jupp. Hier. Okay. Das Problem ist jetzt nur, ich kann ja die nicht anschließen. Ich muss ja da die Kupferkabel nehmen. Was hätten wir denn hier eigentlich noch? Eine Pipe. Die soll aber eigentlich nicht stören. Aber hier kommen, glaube ich, gleich irgendwo Kabel, oder? Jupp.
Das heißt, die Kabel müssen eigentlich hier drunter verlegt werden. Unter dem Ofen. Und zwar hier. Das könnte sogar so einigermaßen passen. Dann können wir hier rumgehen, beziehungsweise gehen wir noch einen rein. So, wo ist der Geothermal? Er ist hier. Zack. Aber ich glaube, da reichen uns dafür die 18 Kabel nicht. Oder wie viel haben wir denn da eigentlich noch? 38. Ach, okay. So, die werden hier lang gelegt. Unter dem Ofen durch. Das verbindet sich ja nicht. Und ich habe gesagt, das ist die erste Bad Box. Und das schließen wir hier an. So, dann hätten wir schon mal das angeschlossen. Okay. So, und jetzt muss ich ja noch die Redstone Engine irgendwie anschließen. Und die würde ich eigentlich ganz gerne... soll ich die über die Decke verlegen? Das ist ja eigentlich auch Käse. So, einmal hier durch. Ich weiß, euch gefällt das wieder, dass ich hier den Maulwurf spiele. Gehe ich da vielleicht noch eins tiefer? Ab hier? Ja, dann kommt hier... Dann kommt hier diese Pipe. Soll mich jetzt nicht stören. Och, Menno! So. Ich reiße hier eindeutig schon wieder viel zu viel auf. So, da sind wir hier, genau. Aua. Dann hier und hier. Und wo kann ich da jetzt hochgehen für den Notstrom? So, hier verläuft auch noch ein Kabel. Was hätten wir denn hier? Packen wir hier unseren Schalter ran? Na, das geht ja wieder nicht. Ich brauche ja was zwei Breites. Dann machen wir uns eben was drei Breites. Genau. So, hatte ich da nicht noch was im Inventar? An dem hier? Halt, ich sollte mir das vielleicht gleich hier runterziehen. So, das heißt, das geht hier runter. Ah ja, da sind wir hier. Und es wird schon wieder Nacht. Es wird Nacht. Na, wir gehen mal kurz pennen. Und ich muss eh schon wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Von daher passt das eh relativ gut. Heute mal schlafen ohne Monster. Dann sollte das passen. Schon wieder ein Ei. Du legst aber hier ganz schön viele Eier. Eine gute Nacht. So, und einen guten Morgen. Und ich mache hier mal wieder eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Minecraft, take it.